Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Paper Mario, die Legende vom Äonentor. Wir gehen jetzt endlich wieder in den Ranglistenkampf, ne, gegen die Stahlbrüder und haben jetzt unseren kleinen Yoshi dabei, den ich Yoshi getauft habe. So. Und da gucken wir mal. Bomba, dein Kampf beginnt. Folge mir. Let's go. Hauen wir den Kollegen jetzt mal so richtig hart aufs Maul. Ja, wir legen los. Das Intro brauchen wir ja jetzt nicht. So. Bomba, diesmal machen wir sie platt. Ja, was für Trottel. Um sie noch einmal herauszufordern. Auch mit diesem Baby habt ihr nicht die geringste Chance. Und zumindest einmal eine Partnerfähigkeit. Okay. Und zeig mir, was du kannst. Saugmatz. Saug Gegner auf und spuckt sie gegen andere Gegner am Boden. Let's go. Hä? Warum hat das denn nicht funktioniert? Der hat nur 10 HP. Scheiße. Der ist nicht gut, ne? Gib ihm mal einen Pilz, komm. Heil den kleinen Burschen mal, sehr gut. Okay, probieren wir es nochmal. Ich check's nicht. Ich muss den Hotdog essen. Wegen dem BP. Okay. Halte ZDF gedrückt, bis der Stern aufleuchtet. Ah, jetzt geht's. Ja, okay. So, ouch. Wir können doch unseren Stachel nicht einfach gegen uns einsetzen. Verdammt, die haben unsere Schwachstelle entdeckt. Na, jetzt aber. Na, jetzt korken wir aber, hä? Okay. So ist der. Oh ja, guck mal. Ja, ich kann ja eh nichts machen, dann mach den Sternen fit. Komm. Let's go. Ja. Oh ja, ein Item, sehr gut. Okay, 3 Leben für Mario, 1 für den kleinen Yoshi. Und 4 BP. Nice. Und da so einen Ultra-Pilz müsst ihr ja noch bekommen haben, oder nicht? Ey! Was ist das? Naja, mach nochmal hier den Saugmatz. Ja, guck mal. Ja, da haben wir ja schon gewonnen. Ja, sehr gut. Dann hätte ich den Sternfit gar nicht machen müssen. Ja, klasse. Zurück in die zweite Liga, das ist ja zum Heulen. Mein Glückwunsch, Bomba, das bedeutet erste Liga. Und was für ein fantastischer Kampf, eine einzigartige Leistung. Wir können uns wohl noch auf viele aufregende Kämpfe freuen. Und Bomba ist in der ersten Liga, bravo, Applaus für Bomba Luigi. Nice. Bitte deine Gage, exakt 14 Münzen. Danke. Ware steigt auf Rang 10. Dein Rang wurde erhöht, weil du die Auflage erfüllt hast. Also gut, Bomba. Herr Klubone will dich sehen. Komm einfach mir nach.
Herr Klubone, hier ist Bomba. Toad Scuba, kannst du dich anklopfen, bevor du reinplatzt? Verzeihung. Nun gut, also, was gibt es? Ach so, Bomba, alles klar. Ah, Bomba, was für ein Triumph. Du hast es ja rasend schnell in die erste Liga geschafft. Aber ja, ich habe ein Gespür für mein Amip-Format. Ich erwarte von nun an noch spannendere und dynamischere Kämpfe von dir. Und dies ist mein ganz persönliches Geschenk für dich. Bitte. Wow. 30 Münzen. Übrigens, was mir schon die ganze Zeit auffällt. Dein Outfit ist etwas dürftig. Okay, sobald du Champion bist, spendiere ich dir etwas Neues. Etwas Hübsches mit rosa Rüschen, das steht dir bestimmt. Aber das kommt später, für heute genug. Du darfst jetzt in die neue Garderobe. Bitte folge mir. Ja, okay. Guck mal, jetzt sind wir wirklich hier an einem schönen Ort angekommen. Garderobe der ersten Liga, du darfst diesen Raum jetzt benutzen. Alles funktioniert genauso wie in der zweiten Liga. Nur die Kämpfe sind viel härter als bisher. Pass also gut auf dich auf. Ich verabschiede mich vorerst. Also, bis dann. Ja, wir müssen immer noch 10 Kämpfe gewinnen, bis wir hier Champion sind, ne? Aha, das nenne ich nicht gerade eine freundliche Begrüßung. Hey Kämpfer! Ich hab gehört, es gibt jemanden, der rasant die Karriereleiter hochklettert. Was? Du mich, Bab, bist also... Oh. Da hätte ich mir den Weg ja wohl sparen können. Was hast du denn, Bomber? Was? Na gut. Was starrst du mich denn so schamlos an? Keine Ahnung, aber... Vielleicht ist Benny Wähler wirklich nur ein billiger Klunker. Was soll das? Was? Du denkst, mein Meistergurt ist gefälscht? Was denkst du eigentlich, wer du bist, Grünschnabel? Ja, aber der Gurt ist sicher keine Fälschung. Das Problem ist... Wollt ihr mich heute zum Narren halten? Wir sind hier nicht im Ring. Und wenn wir uns da begegnen, mach ich euch platt. Macht euch darauf gefasst. Oh Mann, ich glaube, der ist ziemlich sauer. Und wenn die magische Karte auf die Arena von Falkenheim verwiesen hat, der Stein an dem Meistergut aber nicht das Sternjuwel ist, wo könnte denn das echte nur sein? Bomba, da ist eine Mail gekommen, aber von wem wohl? Willst du das Sternjuwel, dann folge meinen Anweisungen. X, wie soll das denn sein? Der tut so, als wüsste, wo das Sternjuwel ist. Ob er uns das auch verrät? Irgendwie seltsam. Bomba, du solltest versuchen, dir den Meistergut zu holen. Auch wenn das echte Sternjuwel gar nicht dran ist. Nur so können wir rausfinden, was hier in der Arena von Falkenheim wirklich abgeht. Wow. Okay. Toilette hat sie sogar. Geschlossen. Besetzt. Entschuldigung. Entschuldigung. Ausruhen, ja. Dann machen wir doch den ersten Kampf in der ersten Liga. Ranglistenkampf. Hallo Bomba, du möchtest dich also zum Kampf anmelden. Also gut, dein folgender Gegner. Gegenwärtig auf Rang 9. Du kämpfst gegen die Pickelkäfer. Im folgenden Kampf solltest du deinen Gegner innerhalb von 5 Runden schlagen. Ich bin danach mit meiner Freundin verabredet. Nimm also etwas Rücksicht. Und zeig mir einen guten Kampf. Okay, dann wechseln wir zu Kopio. Können wir das sicher beschleunigen? Weil das wird der Typ da rechts unten sein. Bomba, dein Kampf beginnt. Ja, ja. Duck, 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 duck.
Die Gegner im folgenden Kampf sind der Krawallklempner Bomba-Luigi und die stacheligen Sadisten, die Pickelkäfer. Wir werden siegen, Mario. Ja, also los, Bomba. Let's fight! Bin ich gut. Okay, schlage deinen Gegner innerhalb von 5 Runden. Kriegen wir hin, oder? Mach hier mal ein Erdbeben. 2 Damage, sehr gut. Okay. Dann mach du den Powerpanzer. Ah, wumms, und schon fertig. Ich habe doch gesagt, es wird schwieriger in der ersten Liga. Wo ist das denn jetzt schwieriger? Und der Gewinner ist Bomba-Luigi. Geschafft, Mario. Yes, boy. Bitte, deine Gage, exakt 15 Münzen. Geil. Mario steigt nach vorne, 9. Dein Rang wurde erhöht, weil du die Auflage erfüllt hast. Hast dich jetzt allein, also man sieht sich. Cool. Ja dann. Sehen wir uns morgen wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Habt einen schönen Tag. Macht's gut, meine Lieben. Tschüss.